Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich wollte zweite Folge, aber das ist doch schon längst vorbei. Alice Madness Return, hier ist euer Fidicado und wir befinden uns hier vor dem Maschinenraum. Nachdem ihr den ersten Versuch, den Märzhasen zu besiegen, nicht gepackt haben, weil da so viele Monster auf einmal da antanzen, werden wir das jetzt in dieser Folge nochmal versuchen. Da ist er, der Märzhase. Deine hündische Beharrlichkeit heißt Schmerz. Ich hieß dich aufgeben, aber meine Warnung fand kein Gehör. Und so wirst du dich gleich fühlen wie ein Hummer, den man in den wallenden Kochtopf geworfen hat. Und so hört sich also ein Hase an. Zumindest das denken das die Programmierer. Okay, Maschine läuft, das heißt... Nein, das ganze Jump'n'Run-Spiel doch nochmal. Also doch nochmal. Fuck. Okay, wir machen's. Es hilft übrigens bei solchen Jump'n'Run-Spielen zwischendrin auch mal eine Pause zu machen. Also ich meine insgesamt, sonst wird man zu übermütig. Und das schadet eigentlich nur dem Spiel. Naja, das hält er schon aus. Ne? Okay, es klappt alles schon, kein Problem. Ein Hebel macht die Maschine aus. So, jetzt. Haha, so ist's recht. Ich hab die Brodeln. Die Brodeln. Flieger, meine feinfederigen Freunde, nicht nachlassen jetzt. Das arme Fuchsvieh, das wird hier wirklich, fände ich nicht gut. Warte mal, wenn ich von hier aus, vielleicht kann ich das abschießen. Was jetzt? Was war das? Ah ja, so ein Viech. Okay. Hat nichts getan. Hat nur einen kleinen Schmerz, einen kleinen Stich. Sonst war das nichts. Nein, Alice, nein, mach das nicht. Mach das nicht, Alice, mach das nicht. Ich hoffe, ich muss jetzt nochmal darüber, oder? Oder? Nee. Die Maschine ist aus. Glücklicherweise ist die Maschine aus. So, wir sind schon. Wir kommen der Sache näher. Okay, eine kleinste Berührung dieser Maschine tut weh. Deswegen sollte man es bis weile. So, okay, jetzt habe ich den Trick raus. Erst schießen und dann. Ja, zwei Schüsse, das reicht vollkommen, genau. Na komm, komm! Habe ich es jetzt kaputt gemacht oder was glaubt ihr? Ich glaube nicht. Na, 1, 3, 2, auf! Habe ich es kaputt gemacht? Ich glaube auch wieder nicht. Wird irgendwann kaputt gehen, das glaubst du. Ich habe jetzt keine Lust da wieder mit 1000. Oh, ist weg. Okay. So. Nein, Alice, was machst du da? So. Leck mich am Arsch hier. Ich laufe erstmal zu diesem Scheißvieh. Und zu dem blöden Nest hier. So. So einfach geht's nicht, ne? So einfach geht's nicht. So einfach mache ich's euch nicht. Ich heiße nicht umsonst Alice Cooper. Oder ist das halt Alice Cooper? So, ach, wir haben noch eine Gießkanne und dann haben wir es geschafft. Die blöde Gießkanne, dann haben wir es. Oh, das noch. Das ist vielleicht noch ein Funky. Nein, jetzt das zweite Nest. Ich hab's kaputt. Alter, ich sehe nichts mehr. Was soll das? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt stellt er sich vor der Gießkanne. Jetzt hau ab. Hau ver. Oh, das ist. Noch Leben. Ich brauche Leben.
Weg, 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 weg. Alter, genau in die Bombe. Genau in die Bombe. Ja, der weiß genau, wo ich bin. Im Voraus. Nein! Alice, mach verdammt nochmal den Schrei. So, jetzt reicht's mir mit dem Kram hier. Wo ist der Arsch? Jetzt stirb hier. Ich glaube, da kann der Alice nichts machen. Hau ab. Wow, wow, wow. Jetzt machen wir den Schirm an. Komm. Okay. Schön wieder aus. Schön wieder aus. Mal ein bisschen rumrennen. Bisschen schneller rumrennen. Ist mir scheißegal, jetzt mache ich dich fertig. So. Fuck. Ich hab's geschafft. Wo ist er? Wahnsinn, endlich. Wahnsinn, echt Wahnsinn. Und verrückt. Hallo? Was hat das jetzt gebracht, dass ich da... Machst du wohl die Tür auf? Ach nee, ich muss hinten rumlaufen. Hey, okay. Zweiter Hebel betätigt. Damit können sich die Hühnchen ein bisschen ausruhen. Nicht aufzuhören. Renn weiter, oder ich. Ja, zweites Hühnchen darf sich jetzt ausruhen. Ist das nicht schön? Oh, das sieht so tot aus. Alter. Okay. Okay, wie geht's jetzt zurück? Ah, mit dem Fahrstuhl. Oder auch nicht? Doch. Ne. Achso, ich dachte schon, jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Und zurück. Drei, vier. Und zurück. Fuck! Ich hätte ein bisschen warten müssen. Jetzt los. Jetzt warten. Auf. Eins, zwei, drei und durch. Okay. Jetzt warten. Warten, warten, warten. Stellung halten und durch. Okay, sieht nach einem Geheimnis aus. Okay, wir haben durch das kaputte Ding. Also erst sammeln noch ein bisschen Leben. Ich glaube, ich bräuchte jetzt, ja, ich brauche auch. Okay. Halt, halt, was steht da? Ah, Hebel da oben, okay. Die ist da wohl hoch. Ja. Klappt doch wunderbar, da haben wir schon den nächsten Hebel. Jetzt bricht das ganze Ding zusammen oder so, hm? Ja, jetzt machen die alles kaputt. Du glaubst wohl, das kann uns aufhalten. Irrtum, ich verschwinde. Du kriegst mich nie. Versuch das gar nicht. Ja, das hilft mich auch nicht. Ich will nur den Hebel da betätigen und die Beine holen. So. Ich hoffe nur, dass der Hutmacher sich auch anständig bedankt. Sonst gibt's bar auf die Nüsse. Oh, beinahe wäre ich ins Loch gefallen. Ohne einstellige Bedanke. So. So, ab mit den Beinen in den Müllschlucker. Tata, wunderbar. Und Alice springt hinterher. Wieso eigentlich der Hutmacher? Wieso ist er der Einzige in dem Wunderland, der noch, also in Anführungszeichen, noch normal ist? Du hast ja so dicke Nasen. Ja, nur eine Nase.
Und sein Hut, der darf natürlich nicht fehlen. Ich habe dich wieder komplettiert, Hutmacher. Also, was ist mit dem verdammenswerten Zug? Fühl mich wie ein neuer Mensch oder was auch immer ich sein mag. Wie ein verfrühter Frühling, wie ein geschmiertes Getriebe, wie ein makelloses Stück Metall, das an deinem Auge starkt. Antworte mir, Hutmacher. Ich leide. Und die Veränderungen hier sind die Ursache dafür. Oder eine Spiegelung. Oder die Auswirkung. Was passiert hier? Wie lauten die neuen Regeln? Die Regeln sind nur ein Flüstern, entfernt vom Wunder. Wundere mich, wie man Regeln misst. Mit einem Maßstab. Grausame Regeln. Idiot, ich hätte dich so lassen sollen. Komm, du kannst mir wenigstens helfen, herauszufinden, was vor sich geht. Ja, solche Sprünge hätte ich nicht geschafft, das stimmt. Bin ich jetzt der Hutmacher? Bin ich der Hutmacher? Ja? Ja? Nein, schade. Aber da ist schon ein Schweinchen. Jetzt gehen auch Schweinchen. Und wir haben einen Präsentkorb und eine Erinnerung. Wobei, die andere Erinnerung habe ich immer noch nicht, glaube ich, gell? Die habe ich irgendwie verpasst. Ah, na, bleib drin. Papa, wegen deiner Liebe zur Fotografie stinkt die Bücherei nach verfaulten Obst. Ich bin sicher, die Lösungen sind giftig. Erstmal brauche ich. Achso, ich muss draufhauen. Alles einsteigen, ich steig gleich ein, aber erstmal muss ich ein bisschen sammeln. So. Diese Uhrenteile werden uns den schottrigen Weg zur Montage ebnen. Courage, Alice, ich krieg diese Tür schon auf. Achso, jetzt bin ich mit dem Hutmacher unterwegs, okay. Eine Uhr gebrochen im Kampfgeschehen zu werden, hat diverse Vorteile. Sie lenkt Feinde ab und diese nehmen bei der Detonation Schaden. Okay. So, hier. Spielt mit der Urbombe, bitteschön. Ja. Okay. Okay, jetzt kommt der zweite Teil wieder. Hä? Der hat eine Bombe. Was hat denn der für ein Problem? Oh, Alter. Machst du das nochmal? Nein? So, dann komm her. Na, ich bin wieder normal. Alter. Nein! Boah, bevor der mich jetzt hier. Machen wir die. Machen wir jetzt alles wieder aus.
Stimmt, ey, jetzt. So. Oh, Glück gehabt, ich dachte schon. Irgendwann wusste es ja. Ja, folge mir, soll ich jetzt. Oh, ich kann mir normal laufen, gut. Ich kann jetzt halt nochmal kämpfen. Ich habe jetzt mal ein Erdbeben. Was geschieht hier? Sehe ich aus, als wüsste ich's? Mein Urteilsvermögen muss ernsthaft getrübt sein. Ich muss da hoch oder was? Soll ich das jetzt packen? Ah, ja, ich sehe schon. Machen wir uns mal ein bisschen klein. So. Er hat's gesagt. Mein Tisch hier ein schlimmer Traum. Hey, der Hut machen mit sich selber. Wahnsinn. Das sieht doch schon gut aus, oder? Es sieht nicht aus, als würde es natürlich die mal kaputt machen. Nein, sah nicht danach aus. Hm. Ah, ich sehe schon. Oder so. Was für schöne Wandmalereien. Tja, Alice, wir kommen so langsam dem Ende nahe. Wir sterben nicht, wir spielen nur. Alter, ich stelle die Aufnahme gegen. Ne, ich dachte schon. Doch, wir sind schon am Ende dieser Aufnahme. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die nächste Folge kommt auch schon bald. Macht's gut. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Fidicado. Bye, bye.